einatmen und ausatmen. Ich glaube, so fange ich die Sendung an. Ich fange an, indem ich sage, atmen Sie ein. Also atmen Sie ein und aus. Ja, einatmen und ausatmen. Das ist fast das Thema der Sendung. Du atmest doch hoffentlich auch aus und nicht nur ein, oder? War schon. Ja, also du bist nicht atemlos während der Sendung? Noch nicht. Es wird eine ruhige Sendung werden, wo der Atem in Ruhe strömen kann. Es geht um Kohlenstoff. Also genauer gesprochen, Kohlenstoff, es geht ja eigentlich, wenn wir heute über Kohlenstoff reden, dann reden wir ja meistens über was? Über Kohlendioxid. Weil das ist genau das, was wir ausatmen. Wir atmen Sauerstoff und Stickstoff ein. Der Stickstoff macht ja nichts mit uns, aber der Sauerstoff verbindet sich und dann gibt es ja die entsprechenden Vorgänge und dann entsteht Kohlendioxid. Guck mal, da ist auch was entstanden. Was ist denn da passiert? Ja, der Stuhl ist ja, der ist ja in seine Einzelteile zerlegt worden. Soll ich denn damit irgendwas machen? Ich lasse das mal liegen. Aber man kann vielleicht an diesem, das ist ja schon, das hat ja schon was Japanisches. Ich glaube auch, hier können wir sagen, wir atmen ein und atmen aus. Lassen das Qi in uns oder wie das heißt, da in uns und so weiter. Aber es geht ja gar nicht um das Qi, es geht um Kohlendioxid. Also Kohlendioxid ist ja, na, Sie wissen doch, was ich meine. Ja, klar. Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt. Kohlendioxid ist ein dreiatomiges Gas, besteht aus Kohlenstoff und zwei Sauerstoffatomen. Das ist übrigens, wie ich finde, ja nach wie vor die grandioseste Idee des 20. Jahrhunderts gewesen. Gut, das war schon 2.500 Jahre alt, aber im 20. Jahrhundert wurde klar, die Welt besteht aus Atomen. Atomos, den unteilbaren Teilchen. Gut, die sind noch teilbar, aber dass es eine Idee gibt, die für immer und ewig übrig bleiben wird. Das ist schon toll. Und dass man das experimentell genau nachgewiesen hat. Kohlendioxid ist keine Erfindung von durchgeknallten Naturwissenschaftlern, sondern alle sind fest davon überzeugt, die Welt besteht aus Atomen, da gibt es chemische Elemente und Kohlenstoff und Sauerstoff sind eben zwei solche Elemente. Und wenn man die entsprechend zusammenbringt, dann oxidiert der Sauerstoff den Kohlenstoff, dann entsteht ein dreiatomiges Molekül. Und was macht dieses dreiatomige Molekül? Das, was alle dreiatomigen Moleküle machen müssen. Alle Moleküle eigentlich, egal wie viel atomisch, die verhalten sich entsprechend den Naturgesetzen. Und der Treibhauseffekt ist ja nichts anderes als einfach nur die Absorption einer bestimmten Art von Strahlung durch dreiatomische Moleküle. Kennen Sie noch ein anderes dreiatomiges Molekül? Ganz sicher. H2O. Ich gehe mal zu meinem Kaffee, da kann ich mich nämlich gleich mal, kann man gleich mal anfangen. H2O ist nämlich auch ein sogenanntes Treibhausgas, also ein Gas, das einen Teil der Strahlung, den die Erde abgibt, nämlich die Infrarotstrahlung, absorbiert. Nicht vollständig, aber doch zu einem erheblichen Maße. Nun, dann heißt es ja immer, Moment, ja, wenn das so ist, dann Prost. Dann ist ja der Wasserdampf in der Atmosphäre ein viel stärkeres Treibhausgas als die paar Anteile an Kohlendioxid, die es da gibt. Stimmt, das stimmt nicht, denn der Wasserkreislauf, da sind wir bei einem ersten wesentlichen Begriff, der reguliert sich ja selber. Viel Wasser in der Atmosphäre, ne, die warme Luft kommt hoch, es kondensiert Wasser aus und dann regnet es wieder runter. Auf diese Art und Weise hat man schon mal einen ersten Kreislauf und das kann sich regulieren. Beim Kohlendioxid sieht das ganz anders aus. Kohlendioxid bleibt bis zu 200 Jahre in der Atmosphäre und verursacht eben dort das, was man einen Treibhauseffekt nennt. Also nochmal ganz kurz. Die Sonne, ein Stern, 150 Millionen Kilometer von uns entfernt, Oberflächentemperatur 5800 Grad, ein wunderbarer Stern, 300.000 Mal so schwer wie die Erde und so weiter. Die Sonne strahlt. Ja. Sichtbares Licht. Dieses sichtbare Licht knallt also hier dann auf die Oberfläche unseres Planeten. Was macht das sichtbare Licht? Es erwärmt die Oberfläche. Daraufhin tut die Oberfläche unseres Planeten das, was alle Oberflächen tun, die erwärmt werden, überhaupt alle Körper im Universum, gemäß ihrer Temperatur zurückstrahlen. Nun, wenn hier eine Oberflächentemperatur von 15 Grad Celsius auf der Oberfläche im Mittel erreicht wird, dann